Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video beim Kutsche-Institut für Sprachwissenschaft. In diesem Video möchte ich euch erklären, wie man die Zeit abliest und selbst die Zeit sagt auf Albanisch bzw. Kosovo-Albanisch. Zuerst möchte ich euch erklären, was Uhrzeit bzw. Uhr auf Albanisch heißt. Da sagt man entweder Or, Ora oder Sahat, Sahati. Sahat kommt aus dem Türkischen und Or kommt ursprünglich aus dem Lateinischen. Or ist im Grunde dasselbe Wort wie das deutsche Uhr. Heutzutage wird viel Or verwendet. Or ist länger in der albanischen Sprache verankert, aus der Zeit der Römer. Und Sahat kommt eben aus der Zeit der Osmanen, als sie auf dem Balkan waren. Aber man hört auch Sahat im Kosovo-Albanischen besonders. Standardalbanisch ist Or, Ora. Und wenn man zum Beispiel fragen möchte, wie viel Uhr ist es oder wie spät ist es, dann würde man fragen, sa asht ora oder sa asht sahati. Man fragt also sa, wie viel asht ist oder die Uhrzeit. Wenn man darauf antworten möchte, gibt es natürlich verschiedene Uhrzeiten, verschiedene Möglichkeiten, die ich euch jetzt im Folgenden erklären möchte. Sagen wir zum Beispiel, es ist gerade 2 Uhr, 14 Uhr. Dann sagen wir Ora sahati asht dy. Das könnte man auch andersrum sagen. Zum Beispiel man könnte sagen asht dy ora oder asht dy sahati. Oder man könnte es auch noch einmal anders sagen und zwar wie folgt. Asht ora asht sahati dy. So könnte man es auch formulieren. Wenn wir jetzt sagen wollen, es ist 2:30, dann sagt man das nicht so wie auf Deutsch. Also auf Deutsch zählt man ja praktisch rückwärts 2:30, obwohl es 14:30 Uhr ist oder 2:30 Uhr. Auf Albanisch sagt man das nicht rückwärts wie auf Deutsch, sondern wie folgt. Man sagt dann Asht dy e gjys. Gjys heißt sowas wie halb oder Hälfte. Man sagt also, es ist 2:30. Wenn ich sagen möchte, es ist 2:15, das Wort Viertel auf Albanisch heißt Çerek. Çerek, dann sagt man auf Albanisch Asht dy e një çerek. Asht dy e një çerek. Das heißt, es ist 2:15. Man sagt also, es ist 2:15. Wenn man sagen möchte, es ist 3:15, also 2 Uhr oder 14:45 Uhr, dann sagt man auf Albanisch Asht tre pa një çerek. Asht tre pa një çerek. Man sagt also, es ist 3:15. Dieses Pa heißt eigentlich ohne, beziehungsweise ja, weniger. Also man zieht das praktisch ab. Wenn ich sagen möchte, es ist 2:10, also dieses Nach, dann haben wir gelernt, das heißt E. Vorher hatten wir 2:15, das war ja Dü, E, Nicerek. Wenn ich sagen möchte, 2:10, dann sagen wir das auch so mit E. Und zwar sagen wir dann, Ange Dü, E, dit. Ange dü dit. Das heißt, es ist 2:10. Wenn wir sagen wollen, es ist 2:10, dann benutzen wir wieder pa und sagen Ange dü pa dit. Ange dü pa dit heißt, es ist 2:10, also 2:10. Ich werde euch jetzt hier ein paar Uhrzeiten einblenden und ihr sollt versuchen, die auf Albanisch zu sagen oder zu formulieren, aufzuschreiben, wie ihr wollt. Ich werde euch ein bisschen Zeit lassen oder ihr könnt einfach das Video pausieren. Ich glaube, so ist es besser, weil als nächstes werde ich dann jetzt hier die Lösungen vorstellen. Also, der erste Satz war, es ist 5:30. Das sagt man auf Albanisch wie folgt. Asht pas e gjys. Pas e gjys. Man sagt also 5:30. Das war der erste Satz. Der zweite Satz ist, es ist 6:45. Das sagt man auf Albanisch wie folgt. Asht shtat e një çerek. Asht shtat e një çerek. Es ist 6:45. Wenn ich sagen möchte, es ist 10:45, dann heißt es Asht nimdhet pa një çerek. Asht nimdhet pa një çerek. Es ist 11:45, also 10:45. Wenn ich sagen möchte, es ist 19:26, dann sage ich entweder Asht oder Asht 19
Oder man kann auch sagen 7, wie auf Deutsch. Arscht oder arscht start e nese de jarscht. Nese de jarscht heißt 26. Dann möchte ich euch noch was beibringen. Und zwar, man sagt ja in Verbindung mit der Uhrzeit auch oft um 3 Uhr. Zum Beispiel dieses um sagt man auf Albanisch mit n. Das heißt, um 3 Uhr wäre ne ora tre. Ne ora tre. Oder um 5 Uhr ne ora pens. Wenn ich fragen möchte, um wie viel Uhr, dann frage ich ne sa ora. Um wie viel Uhr gehst du? Ne sa ora skon. Ohne skoi ne ora tet. Ich gehe um 8 Uhr. Das ist auch schon alles, was ihr zur Uhrzeit wissen solltet. Das ist gar nicht so schwer. Man muss nur ein paar Zahlen können. Die Zahlen könnt ihr auch mit meinem Video lernen. Das verlinke ich euch mal oben links. Da habe ich ein Video gemacht zu den Zahlen auf Albanisch bzw. Kosovo-Albanisch. Und wenn ihr noch mehr zur Uhrzeit lernen wollt, könnt ihr euch mein Lehrbuch angucken. Tunga Tirta 1, Lehrbuch des Kosovo-Albanischen. Das habe ich auch hier. Das ist das Lehrbuch. Das hat dieses rote Cover mit der Fläche des Kosovos in schwarzer Farbe. Das habe ich letztes Jahr herausgebracht, 2022. Und dort findet ihr auch eine Lektion, wo die Uhrzeit behandelt wird, wo ihr noch zusätzliche Übungen findet. Das ist nämlich die vierte Lektion. In der vierten Lektion gibt es ein Unterkapitel, das heißt Uhrzeit, Ohr. Und da findet ihr alles Mögliche zur Uhrzeit und auch Übungen. Das Ganze sieht wie folgt aus. Das ist mein Lehrbuch, Tunga Tirta 1, Lehrbuch des Kosovo-Albanischen, auf Amazon erhältlich. Zudem habe ich vor kurzem ein neues Buch herausgegeben, das heißt Kujtime nga Kosova, albanische Erzählungen. Das ist auch auf Amazon erhältlich. Dort sammeln sich 14 Erzählungen, also von 14 Personen, die Geschichten. Das heißt Erlebnisse aus dem Kosovo, was sie im Kosovo erlebt haben. Die Erzählungen sind im originalen Kosovo-Albanisch vorhanden, mit deutschen und auch englischen Übersetzungen. Und man kann die Erzählungen auch herunterladen und anhören. Und dazu gibt es noch Vokabeln und so weiter. Das heißt, damit könnt ihr auch Kosovo-Albanisch lernen. Das ist das Cover. Das Cover wurde gezeichnet von Alisa Tofai. Sie heißt Gegnishtja auf Instagram. Ihr könnt ihr auch folgen. Sie postet viele nostalgische Fotos von ihrer Familie oder von Freunden aus dem Kosovo. Und genau, sie hat auch zu jedem Kapitel eine Illustration gemacht. Das heißt, dort findet ihr noch mehr Illustrationen in dem Buch. Und ja, das würde ich euch auch empfehlen. Das ist auch schon alles zur Uhrzeit auf Albanisch. Ora në shqip. Und ja, ich werde noch ein Dokument zu dem Video verfassen, damit ihr auch mit dem Dokument lernen könnt. Das findet ihr dann auf meiner Website kuchi-institut.com. Dort gibt es eine Unterseite, wo ich ein paar Videos von mir verlinkt habe mit auch Dokumenten zum Herunterladen. Und dort wird auch dieses Video erscheinen und ein Dokument zum Lernen der Uhrzeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr meinen Kanal abonnieren, das Video liken, kommentieren. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal beim Kuchi-Institut für Sprachwissenschaft. Tschüss!